Ja, Bike Shop überzogen wegen Tim Münchner in den Werbeauftrag. Damit kann man leben. Alles klar, heute nur noch Juicy Cat. Fangen wir an mit morgen halt. Morgen kommt wieder Daktari um 18 Uhr. Und ein Colt für alle Fälle um 19 Uhr. Und ansonsten haben wir nichts. Ne? Doch, Odyssee im Weltraum. Ja, genau, das bringen wir. Odyssee im Weltraum. Dann bräuchten wir nur noch einen 2-Block für später. Ach, Kultur heute, Betty sei mich böse, aber nein. Nein, 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 nein. Dafür bist du einfach nicht gut genug. Liebe Betty, du bringst keine Quote, Mädel. Sie kennt nur 84.000. Naja, wir ziehen schon mal los für einen 2-Block-Film. Ich meine, ja gut, Odyssee im Weltraum ist nicht der hochklassische Film, also kein Klassiker, aber nee, hochklassisch. Also nichts Besonderes. Egal, Quote bringt er trotzdem. Hoffe ich. Haben wir gerade erst verkauft, weil die mich verkohlen. Barfly. Ein Mann für gewisse Stunden. Haben wir den nicht schon mal gesendet? Mir war so, als ob wir den schon mal. Oh, der Hau! Wimbledon spielt der Herrn 4 Blocks für 1 Million. Ah. Ahahaha, nein. Aber. Ahahaha, der Pate, aber sowas von. 3 Blocks. Haben wir irgendwas mit FSK? Das ist eine Serie. Sollen wir, sollen wir, sollen wir? Ja, natürlich sollen wir. Ab morgen. Russlandhaus, Krimi, Kinokasse. Ach komm. Dann verschieben wir die Odyssee im Weltraum und senden morgen aber sowas von hochklassig. Hochklassisch. Klassisch. So. Ich habe heute wieder einen dummen Mund. Ja, was bringt uns denn Daktari jetzt gleich? Wir fahren, sollen wir schon mal hochfahren? Ja, komm, wir fahren schon mal hoch zur Werbeagentur. Wir haben im Moment einen 5 Millionen Spot drin. Wenn die jetzt 10 Millionen bringen, dann müssen wir gleich mal umdisponieren. Na, was sechs? Ne, 4,8 ist okay. Alles klar. Atari. Nein, Labaget. Rainbow Arts. Ich glaube, wir nehmen uns mal den Atari und gucken direkt noch mal rein. Wäre der Camel nämlich lieber. Nee, okay, dann nehmen wir uns noch den Rainbow Arts mit. War früher eine Computerspiele Fabrik, also Firma. Gibt es aber, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Und Cario Dent, ja, komm. Ja, ist jetzt kein Camel, aber damit sind wir immerhin ganz gut mal aufgestellt. Ja, wir können natürlich probieren, ob wir vom Chef nochmal einen Kredit bekommen, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Ja, fliegt Daktari ab morgen raus. Den nehmen wir so als Notfallsendung dann, wenn man irgendwo mal irgendwo noch einen Block besetzen müssen, so überhaupt nichts haben, dann wenn wir da Daktari reinpumpen. Ja, dann gibt es morgen die rauen Colts, einen Colt für alle Fälle, danach ein Paten und danach das Russlandhaus. Schön. Schön, schön, schön. Alles gerade so ruhig und friedlich aus.
Nutzen wir die Zeit mal ganz kurz wieder zum Abspeichern. Ich traue dem Braten nämlich nicht. So. Und dann schalten wir auf schnell. Okay, Juicy Cat ist erfüllt. Ein Colt für alle Fälle bringt wie viel? 10. Passt. Mittlere Geschwindigkeit. Womit fangen wir denn an? Binnen 3 Tagen, binnen 2 Tagen, binnen 3 Tagen. Dann nehmen wir Rainbow Arzt zuerst. Bei denen haben wir am wenigsten Zeit. Dann senden wir die komplett und dann senden wir nochmal. Na gut, Götterwelt von Bali müssen wahrscheinlich Juicy Cat ein. Ach, dürfen wir ja nicht wegen der blöden Kultur. Haben wir denn keinen? Doch, haben wir. Okay, Hannah und ihre Schwestern fliegen raus. Dafür senden wir spontan mal die Odyssee im Weltraum mit 3 Blocks. Vielleicht reicht das, um dann noch 365. Dann probieren wir da noch ein Atari unterzubringen. Genau so machen wir das. Wobei wir morgen eigentlich trotzdem noch mal Daktari senden könnten, weil Juicy Cat müssen wir sowieso abschließen. Na gut, komm, dann sparen wir uns die rauchenden Colts auf und senden doch noch mal Daktari. Denn den möchte ich ungern vergeigen hier. Da würde mich eine 500.000 Konventionalstrafe kosten. Das wäre nicht gut. So, aber für das Spiel des Wissens auf jeden Fall nochmal schön Nachrichten, sofern vorhanden. Ja. Besser als nix. So, jetzt sind wir bestimmt wieder im ersten Sendesegment runter. Ne, gleich geblieben sogar. Gleich geblieben, 1 gestiegen. Okay, was sagt's Image? 12%, mein Freund, 12%. Erste Rainbow Arts ist durch. Wenn der durch ist und der durch ist, dann kaufen wir uns einen Satellit. So, Daumen drücken, Spiel des Wissens. Komm. Ach, nö. Ratet mal, was wir heute senden. Mist. Tja. Das war dann wohl doch der Todesstoß für Daktari. Wieso will kein Spiel des Wissens angucken? Alles Dummköpfe. 19%. 35. Oh Gott. Und 19. Naja, eigentlich dürfen wir nichts verlieren. Wir haben 19 und der hat 19. Ich bin gespannt. Aber wem ziehen sie dann was ab? Wollen wir gleich sehen. Nee. Wird nicht verteilt. Okay. Kann ich mit leben. Ach so, die können wir gar nicht verkaufen. Ah, Komödie. Hanna und ihre Schwester haben wir noch nicht gesendet. Nee. Die Show können wir nur einmal senden. Sollten vielleicht doch mal gucken, ob auf dem Chef. Nee, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir Atari bekommen. Okay. Ja. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Also selber produzieren tun wir jetzt erstmal. Na, wir gucken mal nach, ob es ein Dreier-Drehbuch gibt, ein gescheites, aber. Das gescheites Dreier-Drehbuch mit den Schauspielern dann, das kostet uns bestimmt eine 500.000 zusammen. Sci-Fi ist ganz beliebt, aber 320.000 ist heftig. Das Traumschiff. Oh Mann. Universum der Wunder. Nee. Nee. Vielleicht, wenn ein Colt für alle Fälle durch ist.
Oh Mann, die Show des Wissens war echt hier der Reinfall, Spiel des Wissens. Der Opa interessiert sich dafür. Ja, das war damals noch zu meiner Zeit, als ich noch jung war. So sieht's aus. Opa. Sechstausende, damit kann ich leben. Okay, Juicy Cat schließen wir so oder so ab. 480.000. Langsam, wir gehen doch zum Chef. Wir gehen jetzt doch zum Chef. 480.000. Aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste er uns nochmal Kredit geben. 400.000 Kredit. Boah. Okay, danke, Chef. Denn wir werden jetzt gleich Juicy Cat abschließen und haben dann genug Geld für unseren Satelliten und werden uns den umgehend kaufen. Und damit sichern wir hier für Odyssee im Weltraum die 10 Millionen. Und können dann am Ende des Tages unseren Kredit direkt wieder zurückzahlen. Klug gedacht. So, und vor allem beim Satellit muss ich auch nicht so bescheuert auf der Karte rumäumeln. Der bringt mir einfach so Zuschauer und nicht wenig. So, jetzt schalten wir wieder auf langsam. Gar nicht wenig. Man sieht jetzt hier zum Beispiel auch bei dem anderen Satelliten 180 Millionen Zuschauer, 140 Millionen neue. Das kommt daher, weil wir hier so viele Sender drauf haben. Die werden natürlich abgezogen von den neuen. Aber hier kriegen wir richtig neu. Jetzt haben wir genug und klick. Haha, Satellit. Und wir haben jetzt 150 Millionen Maximum. Ist ein bisschen was anderes als die 44, die wir davor hatten. Jetzt bin ich gespannt. Nachrichten ist gleich so. Alter, super. Ganz groß. Ganz groß. Und ist im Weltraum jetzt bestimmt auch so, was weiß ich, 40 Millionen, 50? 30 Millionen. Das nenne ich doch mal stabil. Was haben wir denn noch? Atari schließen wir ab. Cariodent konnten wir nicht, Rainbow Arts konnten wir nicht abschließen. Leider Gottes. Okay. Die müssen wir morgen vielleicht nochmal hinausschieben. Also Rainbow Arts können wir morgen dann hier bringen, weil bei rauchende Colts und ein Colt für alle Fälle werden wir das auf jeden Fall abschließen. Aber wir müssen vielleicht den Atari, den bringen wir jetzt Radio. Cariodent müssen wir vielleicht noch hinten rausschieben. Weil es gut sein kann, dass wir für morgen dann 25 Millionen Spots reinbügeln können. Das wäre so gut. Hier lassen wir die jetzt erstmal drin, auch wenn wir jetzt hier 25 reinhauen könnten, aber ich möchte den weg haben. Die Konventionalstrafen sind einfach zu hoch. Okay, wir setzen wieder auf mittlere Geschwindigkeit. Von Atari ging wir sowieso 660.000, wenn ich das richtig gesehen habe. Nochmal neue Nachrichten zum Absichern hinterher. Bräuchten wir eigentlich nicht. Aber ja, nochmal Betty beschenken. Wir haben ja jetzt Kohle. So. Da ist schon jemand, okay. Geschenke. Pelzmantel für 100.000. Na gut. Aber nur weil es Betty ist. Ab zu Betty. Betty sagt wieder kulturell, ne? Ja, mangels kulturelles. Sammy für die besten News liegen wir gleich auf mit unserem Grünling. Aber das wird schon. So, Betty. Schwups.
Sind wir aber ein ganzes Stück hoch. Mal gucken. Ah, das hört sich anders an. Hallo Ron. Na, mein Lieber. Hörte kürzlich von irgendwem, du wolltest deine Zuschauer jetzt noch öfters mit wertvollen Kulturbeitragen Beiträgen beglücken. Beitragen. Betty, nein. Hast du was Falsches gehört. Aber ich nehme dich trotzdem. 25 Millionen noch. 17% zu 28% zu 14%. Ihr seht, viele Zuschauer sind noch kein Garant für eine gute Quote. Aber viele Zuschauer sind Garant für fette Werbeaufträge. Und fette Werbeaufträge sind Garant für viel Kohle. Und viel Kohle ist ein Garant für gute Filme. Und gute Filme sind dann ein Garant für hohe Einschaltquoten. Also, wunderbar. So, lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Ja. Also ist im Weltraum, gut, ja, der war halt billig, ne? 66.000. Das ist, auch wenn Science Fiction momentan beliebt ist, nicht so, wenn du anschaust, ein Indiana Jones kostet um die 560.000. So ist es eben. Okay, Juicy Cat haben wir abgeschlossen, Atari werden wir abschließen, Rainbow Arts einen von dreien. Sauber. Sauber! Ja. 40.000 bekommen wir noch für ihn. Das ist auch okay. 15, 11 und 4. 4. Okay, ja, das war kein guter Tag, ehrlich gesagt. Wir sind noch zweimal aufgestiegen, zweimal abgestiegen und zweimal war es unentschieden. Das war kein besonders guter Tag, nein. Aber wir haben einen Satellit gekauft und das war hervorragend. Ich will das Wimbledon-Endspiel der Herren. 4 Blocks für 1 Million ist teuer, aber das kann richtig Kohle reinspülen. Aber richtig Kohle. So. Gut, Atari ist durch. Ach so, ich wollte doch dem Chef. Ich wollte doch. Ja, okay. Jetzt haben wir keine Zeit mehr für Chef. Wir sind ja morgen sowieso bei ihm. Ja, dann gleich den Kredit zurückzahlen, damit uns die Zinsen nicht fressen. Ist gut gelaufen.